Deutschland hat ein dickes Problem. Jedes fünfte Kind ist übergewichtig, 10% sind sogar adipös, also krankhaft. Beängstigende Zahlen, doch keine Angst. Es gibt ein Rezept dagegen, Sport. Deshalb probieren wir ja eben gerade durch so eine Kinderleichtathletik, das ein bisschen wie an den Vordergrund zu heben, dass nicht gleich spezielle Startvarianten da irgendwie kommen, dass es erstmal so geregelt wird, wie es halt normal in seinem Verlauf eines Kindes ist. Mit Fangespielen, mit Staffelspielen, mit irgendwo abspringen, aber so weit wie möglich und so weiter und so fort. Klar, gewinnen möchte jeder, doch im Vordergrund steht das hier beim SCC D-Cup im Mommsenstadion nicht. Bei diesem Kräftemessen geht es neben Spaß an Bewegung vor allem um den Teamgeist. Die Kids starten nämlich als Mannschaft getreu dem Motto, einer für alle, alle für einen. Wir haben eine ganz tolle Mannschaft, die sich untereinander auch zum Spielen treffen, die wirklich zusammen hoffentlich groß bleiben, groß werden und auch noch bei der U12, U14, U18 hinterher starten. Nicht nur beim SCC tut man was für die Bewegung von den Kleinen, auch bei der LG Nord hat der Sport für Kinder besondere Priorität. Kerstin Teske ist von der Initiative Flinke Füße. Da geht sie mit Lichtschranke und Spaß bewaffnet in Reinickendorfer Schulen, um für die Leichtathletik zu werben. Da ist mir auch an einigen Schulen aufgefallen, dass es da leider wirklich so ist, dass viele Kinder sich überhaupt nicht gut bewegen können, überhaupt nicht gerade laufen können, überhaupt keinen Spaß am Laufen haben. Man hat das Gefühl, die klettern nie auf den Baum, die rennen nicht, die springen nicht, die machen kein Seilspringen, die können keine Vorwärtsrollen. Hier ist das aber ganz anders. Die Leichtathletik-Zwerge springen, sprinten und werfen, was das Zeug hält. Wir haben so einen Kids Cup und da wollten wir halt mitmachen. Ja, also, und damit nicht unsere Mannschaft alleine ist. Genau. Und auch mit dem Vorurteil, die Jugend mache nur mit den Daumen an der Konsole Sport, haben die Teilnehmer aufgeräumt. Ich mache eigentlich mehr Leichtathletik. Also ich mag Leichtathletik mehr. Naja, glauben wir den Zweien mal. Spaß bringt auf jeden Fall beides. Und bei der Leichtathletik hat man neben Fun auch noch Teamgeist, Bewegung und frische Luft. Also Controller zur Seite und selber machen. Das gilt übrigens auch für die älteren Zuschauer. Don't worry about it, man.